Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin so mal ein bisschen die Kommentare durchgegangen und habe gesehen, dass viele wissen wollen, ob das Auto ein Importfahrzeug ist oder nicht und auf was man achten sollte, wenn man sich ein Importfahrzeug holt. Ja, das gehen wir heute mit euch mal ein bisschen durch. Ich sage euch, worauf ich bei meinem Auto geachtet habe. Und wie ich den gekauft habe und wo ich den gekauft habe und wie es eigentlich dazu kommt, dass ich ein Importfahrzeug genommen habe und kein deutsches Fahrzeug. Ja, lasst an der Stelle schon mal ein Abo und einen Daumen da und viel Spaß beim Video. Also, das ist mein Fahrzeug, Baujahr 2015, ein Import aus der, nicht USA, aus Kanada ist es. Das Fahrzeug war in Kanada ungefähr, nicht mal ein Jahr unterwegs. Dann hatte es einen Unfall und kam nach Polen. So, den Unfall, wo alles war, zeige ich euch auch gleich. Dafür habe ich sogar ein Lackschichtmesser gekauft, extra für das Auto, damit ich, oder nicht für das Auto, sondern für die Autos, die ich mir angucke, damit ich weiß, wo die Schäden hatten und wie heftig die Schäden waren und wie gut alles repariert wurde. Ja, wir schnappen uns jetzt mal den Lackschichtmesser oder ich zeige euch erstmal, wo was kaputt war. Und dann schnappen wir uns den Lackschichtmesser und gehen das ganze Auto von vorne nach hinten mal durch und gucken die Lackwerte an. Also als erstes hatte der einen Frontschaden, einen kleinen Blechschaden. Die Bilder habe ich leider nicht gesehen, aber weder im Motorraum noch im Kotflügel oder sonst irgendwo ist was vom Unfall zu sehen oder zu erkennen. Dann, was man auch hier sieht, Farbunterschiede zwischen der Tür und dem dem hinteren Blech, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Da sieht man einen kleinen Farbunterschied. Warte, ich zeige es euch nochmal. Da ist ein leichter Farbunterschied zu erkennen. Dieser Rempler war aber schon nicht in Kanada, sondern in Polen, weil das Auto kam von Kanada nach Polen. Und der Pole war ein Kfz-Meister und hat das Auto dort selber repariert. Und hat dann in Polen auf der Seite, ist der gegen einen Pfeiler oder so gefahren, beim Parken oder Ausparken, keine Ahnung. Genau das gleiche ist auf der Rückseite. Auf der Rückseite sieht man aber weder einen Farbunterschied noch irgendwas anderes, was gemacht wurde. Also diese Seite ist echt top gemacht. Genauso wie auf der anderen Seite ist auch hier in dem Bereich so etwa verschiedene Lackschichtmessungen, die ich da begutachten konnte. Aber im Kofferraum und so sind jetzt keine Schäden vorhanden. Wenn ihr euch auch ein Importfahrzeug kaufen wollt oder angucken wollt, dann würde ich als erstes vorschlagen, dass ihr die Historie nachguckt und guckt, ob da ein Bericht vorhanden ist. Wenn ja, dann lasst ihn euch geben und guckt nach, wo die ganzen Schäden waren. Wenn ihr die ganze Historie vom Händler habt, dann könnt ihr das Auto angucken fahren und nehmt am besten einen Laptop mit und ein Lackschichtmesser. Tim, gib mal den Lackschichtmesser. Ich habe heute einen Assistenten da, der Kleine. So sieht ein Lackschichtmesser aus. Der misst, wie dick der Lack aufgetragen ist. Und wenn ihr wisst, wo die Schäden am Auto waren, dann messt erstmal dort nach, wo die Schäden waren. Und dann könnt ihr auch das ganze Auto durchmessen, damit ihr ja, Schäden rausbekommt, die vielleicht nicht angegeben worden sind beim Händler. So, wir gehen jetzt das Auto mal durch mit dem Lackschichtmesser und gucken uns die Werte mal an. Mit dem Lackschichtmesser könnt ihr alle Stellen messen, die aus Metall sind. Also das heißt, Stoßstange könnt ihr schon mal nicht messen und beim BMW M4 ist die Heckklappe auch nicht aus Metall. So, jetzt gehen wir mal mit dem Lackschichtmesser. Normale Werte, Standardwerte bei einem nicht nachlackierten Fahrzeug sind zwischen 90 und 150, würde ich sagen. Kommt halt drauf an, ob der vom Werk aus nur einmal lackiert worden ist oder auch zweimal. So, da das ein Unfallfahrzeug ist, gehe ich mal von aus, dass überall erhöhte Werte drin sind. Also nicht, ich gehe nicht davon aus, ich weiß es, weil der wurde komplett nachlackiert. Motorhaube war jetzt 169. Gucken wir mal hier. Hier sind 257, 188. Ja, und das geht man halt das ganze Auto so durch und guckt, wie die Werte sind. Also man sieht, überall wurde nachlackiert. An manchen Stellen ist der sogar gespachtelt, weil da Werte von 300, 400 so sind. 500 hier, 235, irgendwo habe ich mal 400 gesehen, 276, 254 und so solltet ihr halt das ganze Auto hier 1000. Das heißt 1000 Mikrometer, das heißt 1 Millimeter ist hier an der Stelle
nicht nur Lack, sondern auch Spachtelmasse, wovon ich ausgehe. Also wir wissen dann schon mal durch das Gerät hier, dass hier an der Stelle gespachtelt wurde. Gucken wir mal weiter. Na, so, 295, also ist nur eine kleine Stelle, die gespachtelt wurde. Gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Jetzt, wenn wir das Teil an die Heckklappe bringen, sehen wir nichts, weil die nicht aus Metall ist. Auf der anderen Seite genauso, einfach dran halten und gucken, welche Werte der ausspuckt. Und ja, so bin ich halt das ganze Fahrzeug durchgegangen und habe geguckt, wo die Werte erhöht sind und nicht. Und so konnte ich halt wissen, wo Schäden, wo große Schäden waren. Worauf ich auch noch achten würde bei einem Heckschaden, wie bei meinem zum Beispiel, ihr geht einmal in die Motorhaube, macht die auf und guckt unter der Verkleidung hier und unter der Verkleidung, ob da alles gerade ist und nicht zerbogen ist. Weil wenn dort irgendwo eine Delle ist, dann wisst ihr, dass das Auto so einen heftigen Bums hatte, dass sich auch innen drinne was verzogen hat. Das ist ganz wichtig zu gucken, genauso wie auch im Motorraum. Im Motorraum achtet ihr einfach auf diese Teile, ob die original aussehen oder nicht, ob da irgendwie andere Schweißnähte drauf zu sehen sind, die da nicht hingehören. Auch gerne mal hier so zwischendurch gucken, ob da alles gerade ist, weil manche vertuschen das ja immer richtig gut. Bei mir weiß ich zum Beispiel, dass es hier etwas heftiger war, der Unfall, weil diese Seite, also diese Plastikabdeckung hier unten vom Radhaus ist neu. Aber sonst die ganzen Crashbars, die man hier unten sieht, die man schlecht sieht, die sind alle noch original und nicht ausgewechselt. Das heißt auch, dass man davon ausgehen kann, dass der Unfall nicht so krass war, dass die Crashbar eingedrückt wurde. Dann, wenn ihr wisst, wenn das Auto einen Unfall hatte, dann guckt ihr die Spaltmasse nach. Also als allererstes, was ich machen würde, ist die Spaltmasse nachgucken, weil ihr wisst, das Auto hat einen Unfall. Es muss ordentlich aussehen, deswegen erstmal die Spaltmasse nachgucken. Die Spaltmasse heißt, diese Linien alle prüfen, ob die alle gleich sind. Bei mir ist es der Fall, da der Unfall jetzt gut hergerichtet wurde, sieht man, dass alles gleichmäßig ist, auch an den Türen ist nichts, nichts schief oder verschieden oder zu überdimensional. Außer was mir nicht gefällt, ist der Tankdeckel. Der hängt irgendwie so ein bisschen. Da hätte man ein bisschen was, weiß nicht, machen können. Vielleicht mache ich das noch irgendwann mal, weiß ich nicht. Und ja, hinten ist auch alles in Ordnung mit den Spaltmaßen. Das Gute bei Importfahrzeugen ist, die sind meistens Vollausstattung. Wie ihr hier sehen könnt, ich habe alle Assistenten. Ich habe das Lederpaket, also Lederarmaturenbrett. Hier sind alle Assistenten drin. Rückfahrkamera, 360-Grad-Kamera, Fahrwerk, Härteeinstellungen. Was gibt's noch? Ja, das war's eigentlich an Assistenten. Erweitertes Carbonpaket. Da solltet ihr auch drauf achten, dass ihr das bei einem Import habt oder ja am besten alles, was beim Import geht, dass ihr es habt, weil es ist natürlich schwerer, einen Import zu verkaufen als ein deutsches Fahrzeug, weil die denken immer, oh, es ist ein Import, Imports sind scheiße, deswegen kaufen die sich keinen, obwohl es, wenn man sich jetzt ein bisschen damit auseinandersetzt, sind es genauso gute Autos. Und ja, es sieht nur so scheiße aus, weil die Leisten noch nicht mit Carbon laminiert sind. Die sind noch zu Hause, die liegen zu Hause rum. Was auch gerne mal passiert bei einem Importfahrzeug, wenn das Auto jetzt in wärmeren Gebieten war, dass das Carbondach, dass der Klarlack abgeht. Da solltet ihr auch drauf achten. Bei mir war das Auto ja nicht im warmen Gebiet, deswegen habe ich die Probleme nicht. Aber ihr solltet auf solche Kanten gucken und gucken, ob dort der Klarlack noch dran ist oder nicht. Natürlich kann man das auch wieder bearbeiten, ist es keine große Sache, aber ihr wollt ja so wenig Aufwand wie möglich mit dem Auto haben. Legt euch auch ruhig mal unters Auto und guckt, ob unter dem Auto auch alles gerade ist. Zum Beispiel hier hinten die Crashbar, ob die gerade ist. Ich hatte mal ein Auto, ein Camaro war das, und der hatte die Querverstrebung hier vorne. Also unterm Auto in der Mitte, die war bei dem krumm und schief und das Auto hat er gekauft für, ich glaube, 44.000. Das war nicht gut repariert. Also ihr solltet euch auch unter das Auto legen oder das Auto auf eine Hebebühne nehmen und gucken, ob da auch alles instand gesetzt wurde und ob da auch alles fachgerecht gemacht wurde. Mein Fahrzeug jetzt mit dem Unfallschaden hat 43.500 gekostet.
mit quasi Vollausstattung. Mit 68.000 Kilometern habe ich den gekauft. Da waren noch Competition-Felgen verbaut. Die habe ich verkauft für 2.400. Also habe ich im Endeffekt nur 41.000 für das Auto bezahlt, aber ich habe jetzt auch wieder neue Felgen gekauft, also kann man das so nicht rechnen. Ja, also 43.500, ein Jahr Garantie. Ja, der Preis ging eigentlich gut. Ich hätte auch noch die Möglichkeiten, andere BMWs zu kaufen für den gleichen Preis mit zum Beispiel Keramikbremse. Aber ich habe mich gegen eine Keramikbremse entschieden, weil die erstmal quietschen und zweitens sind die halt sehr teuer, wenn die mal kaputt gehen. Und drittens, ich brauche einfach keine Keramikbremse im Alltag. Und die quietschen einfach. Das ist einfach nur eklig, wenn man fährt und so ein Auto die ganze Zeit quietscht beim Bremsen. Ja, boah, fast hingefallen. Also, wenn euch ein Auto gefällt und es ein Importfahrzeug ist, soll es euch nicht abschrecken. Guckt das Auto wirklich gründlich durch, checkt es durch. Vielleicht fahrt ihr sogar zum TÜV oder zur Dekra und macht so einen Gebrauchtwagencheck, weil die können euch sagen, wo was war und ob da alles stimmt und ob da alles fachgerecht gemacht worden ist oder nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel selber keine Ahnung habt. Aber es ist nichts Schlimmes daran, ein Importfahrzeug zu kaufen. Die fahren genauso gut und genauso schnell und genauso agil wie ein deutsches Fahrzeug und man hat keine Nachteile, wenn man sich ein gutes, instand gesetztes Fahrzeug holt und kein krumm und schiefes. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Ideen habt, worauf man bei einem Importfahrzeug achten sollte, schreibt's gerne in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.